Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Ah, Frank hat uns geschrieben. Hey Max, wollte dir und Chloe bei eurer Suche nur viel Glück wünschen, mit dem bisschen, das ich noch habe. Danke, Frank. Je größer unser Team ist, desto mehr Glück haben wir. Ich sehe, warum Chloe auf dich abfährt. Komm später vorbei, wenn ihr beiden noch feiern wollt. Und viel Glück. Ach, endlich sind wir... Endlich haben wir einen Feind weniger. Es tut schon mal gut. Wir haben jetzt fehlt uns nur noch Nathan, der uns noch gefährlich sein könnte. We got Frank on our side without using you. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Chloe? Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Okay, gut. Gucken wir mal nächstes Hinweise. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Vielleicht ist es... Mal ansehen. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Man braucht den Code zu, was ist das hier? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. So, jetzt wissen wir verschiedene Nummern, aber keine dieser Nummern helfen uns weiter momentan. Genau, wir haben hier viele Nummern, aber diese vielen Nummern können wir nicht nutzen. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Sehr geehrte Miss und Mrs. Prescott, wir bedauern Sie, dass Nathan und Prescott trotz wiederholter Ermahnungen und Nachsichten die letzten Monate diverse Unterrichte gestört hat. Aufgrund einer ungehobelten Ausbruch in Miss... Hodias Einführung in die Literaturunterricht am Dienstag, den 17. September, wurde Nathan für einen Tag auf sein Wohnheimzimmer geschickt, ohne einen ordnungsgemäßen Eintrag in seine Akten. Nathan hat enormes Potenzial, aber auch launische Verhaltensmuster, welche vielleicht eine Aufsicht außerhalb der Blackwell bedürften. Die Schule kann diese Unterbrechung nicht tolerieren. Darum hoffen wir, dass Sie die Angelegenheit mit Nathan ausdiskutieren, um Ihnen den Ernst der Situation mitzunehmen. Bitte beachten Sie die angehängten Dateien für die vollständigen Berichte. Das hilft uns jetzt im Moment nicht weiter. Vielleicht steht hier was in deinen Akten drin. There's a lot of numbers in here. Das sind auch ganz schön viele Nummern. Vielleicht können wir... das auswählen und was sagt uns das hier? If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Was ist das hier? Couldn't hurt to give this pin code a whack. Die beiden helfen uns weiter. Ansehen. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Das ist schwierig. Wir müssen irgendwie, also die ganzen Zahlen helfen uns schon weiter, aber...
Vielleicht brauchen wir natürlich das Handy, das ist auch wichtig. Das hier, beziehungsweise das hier. Okay, Max, let's blow this code up and go home. Let's start hacking. Entriegeln vielleicht geht's. Okay. Wir fangen erstmal mit 9535 an. 9, 5, ups, 3, 5. Das ist eine Klingel. Bad code. Meisten neigen. Okay, zur Not. Ah, 1, 1, 1, 1, 1 vielleicht. Viermal die 1. Wenn er intelligent ist, machen wir 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Gut, zur Not haben wir hier noch den Puck, den wir nutzen können. Irgendwie hier noch eine Nummer. Ah. Okay, gut. Das könnte vielleicht auch eine Nummer sein. 95, 1995. Geburtsdatum. Ups. Gucken wir mal, ob das. You locked it, dumbass. Ah, gut, genau. Puck brauchen wir jetzt. Ich kann mir den Puck doch nicht merken. Gucken. 8, 7. Gucken, ob es funktioniert. 8, 7. Bleibt es so? Nee. Soll ich mir das jetzt merken? Ach, muss ich ein Papier nehmen und mir das mal kurz aufschreiben. Wo ist ein Papier? Papier, Papier. Hier haben wir eins. Klack. Und 8, 7. 8, 8, 9. 8, 9, 7, 8, 7, 8, 0, 8, 0, 8, okay. Wenn es die Nummer ist, dann funktioniert es. Und entriegel. Puck ist 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Gut, das haben wir zumindest rausgefunden. Was geht? Brauche G. Irgendeine Droge. G, 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 G. Nee. Guten Stoff, keine Ahnung. Okay, cool. Du hast mir Wasser verkauft. Beruhig dich, bring es zu. Bring es zu mir, komm schon. Bleib weg. Bullen sind am Strand. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Gut, also was steht hier? Bist du zu Hause heute? Geh heute Nacht feiern. Zu Hause, auf dem Weg. Lade den Kopf. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Hey, ich muss so schnell wie es geht was beschaffen. Ich mache keine Hausbesuche. Du hast eine Knarre, keine Zeit. Schreib's doppelt auf. Und ob, verdien richtig an dir. Mach nicht lange rum, gib mir die Adresse. Ich ruf dich an und um dir die genauere Adresse zu beschreiben, bin unterwegs. Pack schon mal dein Geld aus. Drug dealer drama. Bist du wach? Nein, verdammt, was brauchst du? Peruanische Schuppen. Schuppen. Peruanische Schuppen. Skidoo. Skidoo. LSD. Du bezahlst Nacht. Na, bezahlst Nachtstarif. Lass mich nicht warten, sorry. Muss dich nochmal belästigen. Brauche noch mehr. Bist du zu Hause? Ja, komm nicht. Bist dich. God, Nathan, you're out of control. Hey, brauche Gras. Und anderes, jetzt beruhig dich. Bist du auf dem Trip? Bald. Bring deinem Bruder was. Bitte. Triff mich am Strand. Bleib dieses Mal cool. So it was you.
Now I can officially call you a psycho stalker. Halt lieber dein besserwisserisches Mundwerk, oder ich komme dich holen. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte schreib mir nicht während der Arbeit. Das hab ich dir schon mal gesagt. Und high zu sein ist keine Entschuldigung mehr. Das hier ist ein Unternehmen, nicht nur ein Hobby. Du willst, dass ich dich wie einen Erwachsenen behandle, der seine Sache selber erledigen kann. Beeindrucke mich. Ich mag nicht lieber als stolz auf dich zu sein. Und das bin ich noch nicht. Hart. Gut, jetzt haben wir Nathans Ding entschlüsselt. Gut, also. Nathans Ding sind schon mal entschlüsselt. Die habe ich. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Puh, macht eigentlich an sich Spaß. Warte mal. I hope in this case that David has good tracking skills. Das könnte uns helfen, diese ganzen... was ist das hier? Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. You need to get rid of these damn cameras, David. Was soll ich jetzt entschlüsseln? Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Also an sich, die Koordinaten sind schon mal sehr wichtig. Ja. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Also, das könnte wichtig sein. Was ist das hier? David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ich war überrascht, als ich einen unerwarteten Besuch von Rachel Ember bekam. Sie schien ziemlich verärgert und sagte, dass David Metzen sie verfolgen und Fotos von ihr machen würde. David würde das leugnen und bei dem gegenübergebenen fragwürdigen Umgang mit dem Handy zu pflegen scheint, bin ich mir nicht sicher, ob ich ihr glauben kann. Das hilft an sich nicht weiter. Also ich weiß nicht. Also das könnte wichtig sein und die Koordinaten, aber und vielleicht das hier. Das sind okay, gut. At least David was finally going after the right suspect. Ist immer ein schönes Bild, aber. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Vielleicht das hier so. Okay, this is just sad, Max. Warte mal. Okay, das war schon mindestens mal richtig vorhin. Das hilft uns nicht weiter. Puh. Das haben wir uns gerade angesehen. Das wollte ich gar nicht. Puh. Warte mal, was steht denn da? Okay, das könnte ein Hinweis sein, dass er verschiedene Autofotos hat. Bilder mit Namen, Nummernschilder. Was ist das hier? Irgendwelche Breitengrade. Das könnte auch noch wichtig sein. Das ist das gewesen. Die Koordinaten können sein, wo Rachel Amber überall gewesen ist. Und vielleicht das hier. Fail. Abort. Wrong clues. Oh, Mensch. Die Namensschilder können schon gut sein. Leicht ab. Vielleicht ist das einfach nur irgendein Hinweis und man kann damit nichts anfangen. Die Nummernschilder sind gut. Ja, vielleicht kann man Nathans Bilder mit verknüpfen. Dass er nämlich
Auch ein paar Autos hinter. Und das sind meine Of Bilder. course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Mal gucken, was hier steht. Kate Marsh geht den gleichen Weg in jedem Unterricht. Kate und Dana W. dabei belauscht, wie sie Überlieferungen für Vortex Party gesprochen haben. Drogen? Kate mit ihrer Gebetsgruppe beobachtet. Sie kennt ihre Bibel. Kate braucht auf der Toilette länger als andere Schüler. Drogen? Gesehen, wie Kate Jefferson nach dem Unterricht hilft. Traue keinen Mann mit Spitzbart. Kate zog sich seitdem zurück, nicht mal in der Kirche. Drogen? Versucht mit Kate über die Party zu reden. Sie ist erschrocken und weggerannt. Schuldig. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Ja, gut. Spies are us. Die beiden waren schon mal richtig, aber jetzt. Dankeschön. Ach, es wird. Die beiden hatte ich ja schon mal gehabt. Jetzt wird mir nur noch die letzte Koordinate. I must have missed something. Was habe ich denn übersehen? Puh, 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 puh. Die Koordinaten gucken wir nochmal an. Hier sind verschiedene Koordinaten. Hier sind verschiedene Schilder. Gut, die passen ja zusammen. Aber was passt noch zusammen? Die ganzen Bilder passen natürlich nicht zusammen. Und das haben wir schon bereits zusammengepackt. Das passt auch nicht. Einfach keine Idee, warte mal. Das und das, die passen schon mal, aber was, das passt nicht, das passt auch nicht. Oh, you're treading water, Otter. Try again. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. And Also that's all she die wrote. hat das nicht schon gemacht? Please let me find some clues about Nathan in here. Die stimmt da sogar. Ich habe es in der falschen Untersuchung gehabt, okay. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Da ist kein Hinweis. Wir können schon I'm mal glad sagen. Warren got his revenge. Puh, also. Who does this car belong to? Das könnte sein Sky-Dings, der Monster. Oder ist das seiner? Wowzer, this looks like an expensive machine. Das könnte zumindest Nathan sein. Das wäre logisch. Interesting. Is this Nathan's car? Nein. That's definitely Chloe's car. Gut. Das können wir schon mindestens ausschließen. Yep, another car David was tracking. So, das Problem. Sind zu viele Koordinaten. Why the hell are you following these people? And to where? Gucken wir mal. Der hat sich innerhalb von dem Tag hier verbewegt, aber das bringt mir jetzt diese Breiten gerade.
Das ist zumindest nicht Auto. Das würde ich eher als. Ah, warte mal, vielleicht kann ich ja untersuchen. TPF irgendwas. TPF. 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 Gucken wir mal, ob hier irgendwo ein TPF draufsteht. Nein. Who else was David tracking here? Die beiden. Ist hier noch ein. Das ist zumindest TPF. Twinks. Irgendwie Twinks ist. Das ist Chloes Auto. Gut, das ist schon mal nicht. So, jetzt kann es also nur TPF sein. Oder TWLG. 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 Of course, Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, gut, das hat sich also abwählen und abwählen. Damit haben wir das auch ausgeschlossen. Jetzt mal nur noch rausfinden. Ah, gut, also, das ist ein Hinweis. Er fährt Auto. Gut. Jetzt wollen wir nur noch erfahren. TWGN oder Skydings, da wohnst da. Also entweder das hier oder das hier. Das oder das. Vielleicht gibt das noch einen Hinweis. Müssen uns das Auto genauer angucken. Weiße Sitze. Schwarze Felgen. Ist das irgendwie weiter? Das sieht schwarz aus. Ah, genau, darauf müssen wir achten. Hat er eine kaputte. Ups. Ist er heil oder kaputt? Kaputt. Okay, gut, dann wissen wir das. Das ist kaputt. Also Skydings der Monster. Ich sag mal Skydings. Damit ist das das andere, das hier. Now we're finally getting Ha. somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. So, jetzt haben wir den zweiten Hinweis rausgefunden. Wir wissen jetzt, wie wir es gehört. Jetzt müssen wir nur noch Franks Hinweise untersuchen. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? Frank's account book. But the client names are encrypted. Hatte uns nicht irgendwie Rot die. must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. So, what happened to Rachel after this? There's no doubt she loved him in some way. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. So, ah, jetzt hat uns jetzt. Macht euch auf ein, auf euren, macht euch auf euren Tod bereit. Du hast meine Wohnheimtür verhunzt. Ich werde dein Stipendium einstellen. Hast du mir eingegeben? Max, I know we can snap all these pieces together. Ja, ich bin Roger dabei. that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Gut. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, Max, remember these names and see
see how Nathan fits in with all this. Ich muss mir die nicht merken. Gut. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. So, gucken wir mal. Wer könnte... Bulldog. Das ist gut. Sie haben alle... Gucken wir mal. Wir müssen erstmal nach Rott gucken. Für Rottweiler. Rott, hier. Genau, hier ist der Rottweiler. 3 Gramm. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Hier ist kein Rottweiler. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Warum Rottweiler? Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Rottweiler, Rottweiler. I'm getting a contact high just reading this. I wonder what dog name Frank would have given me. Okay, das hier und das letzte hat zumindest mal etwas. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Das muss ich den dritten Hinweis. Das muss ich alles zusammen verbinden. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Das hilft uns eigentlich nicht weiter. So, this infamous party was the fourth. Am 4. Warte. Genau, das sind. So, this infamous party was the fourth. 4. Oktober. Jetzt müssen wir überall gucken, wo der 4. Oktober beistand. 4. Oktober. Das war der 7. 7. Oktober. Das ist es also nicht. Okay, gut. Ist das der 4. Oktober? Das ist der 17. Oktober. Der 7. Oktober meine ich. Der 4. Oktober. Das könnte zumindest sein. Merken wir uns das mal vor. Das ist, könnte auch der 4. Oktober sein. Du hast eine Knarre, das bedeutet zumindest... Ach, du hast eine Karre. Hier, damit könnte das sein, das ist der Typ, der geschrieben hat. So, wir wissen jetzt, dass es am 4. Oktober ist. Jetzt müssen wir mal gucken. 30.09. Nee. 7.10. Nein. 7.10. auch nicht. Hm.
Das könnte es vielleicht sein, aber da passt die Uhrzeit nicht so recht. Siebter, nee. 5 Uhr nachmittags. Was sagt uns das hier? Fünf Uhr nachmittags. Was sagt uns das hier? Na, das könnte passen. Gut, und jetzt müssen wir nur noch den Ort rausfinden. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Nein, um 4 Uhr, das war zu spät. That beach is like Franks main office. Das ist es auch nicht, weil da alles am 7., am 2., am 7. und am 10., da war er nicht. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Da war er auch nicht, das war schon zu spät. Somebody is stocking up on gas. Why? Das könnte passen, ist aber ein ganz kleines bisschen zu früh. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Nee, das ist es auch nicht. Not much out there. Das passt. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. War das spannend? Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. So, gut. Wir haben jetzt unsere paar Hinweise, die wir haben jetzt paar Hinweise gefunden. Wir sind jetzt auf dem Weg dorthin, aber das werden wir erst in der nächsten Folge uns ansehen, ob unsere Hinweise wirklich korrekt waren. Unabhängig jetzt von, dass wir sonst blockiert werden würden. Aber vielleicht, was finden wir wohl in dieser Scheune? Welche Gefahren werden auf uns lauern? Werden wir aufgehalten werden? Müssen wir unsere Kraft einsetzen? So viele Fragen. Werden wir sehen, ob wir diese in der nächsten Folge klären können. Bis dahin. Tschüss.